Hallo, ein kleiner Einblick in Race Room, das kostenlose Spiel, Free-to-Play-Spiel, was nicht ganz so kostenlos ist, wie es im ersten Augenblick scheint. Ich zeige euch mal ganz kurz, hier gibt es ein Portal mit einem Dashboard, wo man hier sich verschiedene Sachen einblenden lassen kann. Man hat hier eine Bestenliste, sieht, wo wer gerade ist. Alle fahren hier dieses Auto anscheinend. Hat sich noch keiner ein anderes gekauft. Wettbewerbe gibt es hier verschiedene Klassen, Autoklassen. Ja, dann gibt es Marken. Aber ja, gut, ich habe mich damit nicht wirklich genau befasst. Man kann hier auf jeden Fall ziemlich viel machen. Hier hat man den Store. Hier sieht man zum Beispiel, hier kostet ein Audi R8 299 dieser ja, Punkte, die es hier in-game gibt. Also merkt euch mal, der hier kostet zum Beispiel 300. Und dann gibt es hier noch jüngste Strecken. Ja, keine Ahnung, was merken wir uns da mal? Monza zum Beispiel kostet 500. Dieser Öcken. Gehen wir jetzt mal da drauf. Dann sehen wir hier 500 dieser Öcken kosten in echt 5 Euro. Damit schaltet ihr eine Strecke frei. Sprich, ihr habt dann Monza. Reicht natürlich dann nicht mehr für den Audi R8. Also das finde ich ziemlich übertrieben und einfach zu überteuert. Vor allem für ein Spiel, das noch nicht wirklich fertig ist. So wie ich gelesen habe, gibt es keinen Mehrspieler. Und ja, es gibt nur dieses Auto, alles andere muss man sich kaufen. Gut, ich finde es dann auch zudem noch ziemlich schwer. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Ich habe ein Lenkrad, werde es mit Lenkrad spielen in der Innenansicht. Die Grafik finde ich ganz gut, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, wenn ich hier zum Beispiel mit dem Auto zu weit rauskomme, dann ist bei einem runden Zeitrennen sofort die Zeit gekappt oder die Strecke wird nicht oder die Runde wird nicht gewertet. Finde ich ziemlich heftig, weil die Gegner einen auch ziemlich böse rausrammen, vor allem wenn man am Anfang ist und man wirklich noch keine Erfahrung hat, wie das Auto reagiert mit dem Lenkrad und so. Man wird dauernd von hinten angerammt und du fliegst dauernd raus. Also, das finde ich schon ziemlich heftig. So, jetzt machen wir einfach mal Start, dass ihr auch mal seht, wie das Ganze da drin ausschaut. Das ist jetzt ein Climb the Hill Event. Anscheinend ändert sich das alle 60 Minuten, dass da ein anderes Event kommt. Und hier in dem Fall machen wir jetzt mal den Climb the Hill.
passiert. Komm. Das war's. Wie ihr gesehen habt, oder nimmt keinen Schaden, es schlägt sich und alles Mögliche. Und Rennen beenden. Ja, also für mich ist das Fazit eindeutig, das Spiel ist mir noch zu teuer oder auf jeden Fall zu teuer. Es ist einfach nur eine Demo im Grunde. Und ja, man zahlt ziemlich viel Geld dafür, dass man eigentlich noch nichts kriegt. Ich warte jetzt einfach mal ab und guck mal vielleicht in ein paar Monaten wieder rein, ob sich da was geändert hat. Auf jeden Fall taugt es mir auf keinen Fall. Es hat von mir auch schon eine schlechte Review gekriegt und ja, da bleibe ich dabei. Ich hoffe, euch hat es geholfen, dieses kurze Video dazu. Eventuell mache ich nochmal ein kurzes, wenn man einen Rundkurs fahren kann. Ansonsten, ja, habe ich soweit mit dem Spiel abgeschlossen. Danke fürs Anschauen und viel Spaß beim Selberfahren, wenn ihr euch das Spiel ladet. Aber ja, wie gesagt, ich empfehle es nicht. Macht's gut, bis demnächst.